Herzlich willkommen bei der Österreich-Rundfahrt, bei der 35. die in wenigen Minuten in Wien-Oberla gestartet wird. Es gibt heute die erste Etappe und zugleich auch die längste, über 193 Kilometer. Die Streckenlänge ist von Wien über Ebersdorf über Wiener Neustadt. Es gibt eine Bergwertung am Wechsel. Dann geht es weiter über Hartberg, Fürstenfeld und das Ziel ist in Bad Gleichenberg, wie gesagt, nach 193 Kilometern. Ich möchte Ihnen die österreichische Nationalmannschaft vorstellen. Sie kennen die Fahrer wahrscheinlich, aber vielleicht sind Sie in den nächsten Wochen bis nächsten Freitag auf der Strecke irgendwo unterwegs. Sie können sich die Startnummern einprägen. Die Österreicher fahren in den Nummern 1 bis 6. Mit der Nummer 1 der Vorjahrsieger Helmut Wechselberger, heute gleich im gelben Trikot als Vorjahrsieger. Was erwarten Sie sich von der Rundfahrt? Ja, an für sich, glaube ich, erwartet sich jeder von Sie? Mir. Ich möchte nicht sagen einen Sieg, eine gute Platzierung. Bei einer Rundfahrt fahren viele gute Leute mit und hier versucht jeder zu gewinnen. Und ich bin, glaube ich, im Moment in einer guten körperlichen Verfassung. Ich hoffe, dass ich das bis zum Ende der Rundfahrt haben werde. Sie haben aber einen Gegner in der Nationalmannschaft, das ist Kurt Zellhofer. Ich glaube nicht, dass innerhalb der Mannschaft ein Gegner ist. Ich glaube nicht, dass der Kurtl für mich ein Gegner ist und ich für ihn einen Gegner. Wir sind eine Familie in der Nationalmannschaft, so müsste das sein. Und wenn sich herauskristallisiert, dass er besser platziert ist, das heißt also, dass man sieht, dass er Chancen hat für den Gesamtsieg, dann werde ich auch für ihn fahren. Alles Gute für Helmut Wechselberger. Wir schauen weiter. Hier ist ein bisschen hektische Stimmung, aber die Nummer 2 suchen wir. Peter Muckenhuber, der ist da vorne. Besser gesagt, er hat die Nummer 4. Muckenhuber fährt, glaube ich, schon für Wechselberger. Gibt es im Nationalteam irgendwelche Probleme? Man hat ja gelesen, nein, meine Sorgen, gehört, es gibt überhaupt keine Probleme. Nicht. Wir haben gestern eine Besprechung gehabt und da ist gesagt worden, in Herrn Mader seine Taktik und ich glaube, dass er jeder dafür einverstanden ist. Und dass wir zuerst einmal schauen, eben, dass auch jeder vorne ist, so weit möglich. Und es wäre nicht schlecht, wenn man einen zweiten Mann vorne hätte, nicht nur den Wechselteiler. Sicherlich, ja. Das, wie gesagt, also das, die Mannschaft muss schauen, dass sie hier sehr hoch in der Gesamtwertung liegt, dass man dann eben, wenn einer ausfällt, dass der nächste einspringen kann. Soweit also die Nummer 4, Peter Muckenhuber. Wir haben hier mit der Nummer 5, Herbert Binder, der Kapitän der Mannschaft. Kapitän bedeutet nicht, dass für ihn gefahren wird, sondern sie halten die Mannschaft zusammen. Eine schwierige Aufgabe. Ja, ich versuche es zumindest, dass ich zwischen der Betreuung und der Mannschaft immer Kontakt halte und gewisse Anweisungen während der Fahrt gebe. Das heißt, die Kapitänsrolle besteht darin, dass Sie zum Betreuerwagen fahren oder Betreuerwagen zu Ihnen. Mader gibt Ihnen irgendwelche Anweisungen. Organisatorische Sachen werde ich machen. Ja. Und Sie organisieren eine Jagd richtig, Sie sagen, dem Fahrer wird jetzt nachgefahren und dann müssen alle parieren. Sie sollen zumindest parieren. Wie schaut es mit den anderen Österreichern aus, die nicht im Nationalteam fahren? Helfen die euch? Nein, ich glaube, der Johann Draxler, der auch noch für sich ja zum Nationalteam gehört und auch immer Nationalteam fährt, wird sicher für uns seine Arbeit leisten. Und ich glaube, das genügt dann. Wir sind dann 7 Leute und wir hoffen doch, dass man auskommen wird. Gut, besten Dank, Herbert Spindler. Carol Mader ist auch da, momentan sehr in Eile. Es wird noch alles vorbereitet. Kurz, es bleibt dabei. Helmut Wechselberger, für den wird gefahren im Grunde genommen. Gibt es keine Taktik, dass man von Anfang an für jemanden fährt. Wir haben festgestellt, dass wir die ersten Etappen so fahren, dass jeder von den Fahrer von der Nationalmannschaft ziemlich hoch in der Gesamtwertung liegt und wenn wir in die Berge kommen, dann überlegen wir uns, was gespielt wird. Ist immer gut, wenn 2, 3 Fahrer vorne sind. Ne? Am besten alle 6. Wer ist jetzt der stärkste Gegner von den Ausländern Ihrer Meinung? Naja, gibt es in jeder Mannschaft 1 oder 2 Fahrer, die sich rechnen. Die Tschechen haben eine gute Mannschaft, die Bergfahrer sind. Wissen wir auch, dass die Schweizer gut Berge fahren. Die Deutschen und die Polen haben auch eine Mannschaft. Also überall kann man einen guten Bergfahrer finden. Und ich muss feststellen, dass eigentlich die Strecke geeignet ist für einen Bergfahrer, der nur die Rundfahrt gewinnen kann. Mit der Nummer 6, Kurt Zellhofer. Auch ein Anwärter auf den Sieg. Glauben Sie selbst daran, vorne mit dabei sein zu können? Weil es gibt ja Diskussionen, Sie und Wechselberger. Wollen Sie Ihre eigene Chance wahrnehmen? Ja, aber die eigene Chance sucht jeder, etwas wahrzunehmen.
Wie stark ich selber auf den Bergen bin, wird sich das zeigen. Ich bin heuer noch keine Berge in dieser Größenordnung gefahren. Sie wollen sich jedenfalls nicht am Anfang unterordnen. Die Order von unserem Bundestrainer gibt es nicht, dass wir gleich von Anfang an bei einem bestimmten Fahrer fahren müssen. Es muss schauen, an jeder in der Gesamtwertung möglichst gut platziert zu sein. Das gibt Ihnen ja eine gewisse Chance, die Sie haben wollen. Es gibt jeden eine Chance, nicht nur mir. Ja, Sie sind ja heuer gut gefahren, Sieger der Israel-Rundfahrt. Sie erhoffen sich einiges. Ja, die Israel-Rundfahrt war aber nicht so schwer wie die Österreich-Rundfahrt, vor allem in den Bergen nicht. Gut, danke. Kurt Zellhofer, Hans Lienhardt haben wir noch hier mit der Nummer 3. Leider Gottes keine gute Saison bisher, gestürzt bei der Niederösterreich-Rundfahrt. Ja, ich hatte bei der Niederösterreich-Rundfahrt einen schweren Sturz, Gehirnerschütterung, Erschütterung, Prellungen. Aber jetzt fühle ich mich wieder halbwegs gut in Form und ich hoffe, dass es gut geht. Ihr Teamkamerad, Ihr Clubkamerad besser gesagt, fehlt ja. Rudi Mitteregger liegt im Spital. Ja, den hat es leider auch erwischt am vergangenen Wochenende bei Wingresten Wien. Und der liegt leider mit Rippenbrüchen in St. Pölten im Spital. Und ich glaube, im Namen der Mannschaft, im Namen aller Rennfahrer und auch in unserem Namen lassen wir den Rudi, falls er jetzt mitschaut, im Spital in St. Pölten schön grüßen. Schade, dass er nicht dabei ist. Ja, ist schade. Er wäre heuer gut in Schuss gewesen und ich glaube, er hätte sicherlich heuer gut fahren können und vorne mitmischen. Also schöne Grüße an Rudolf Mitteregger. Noch ein Mann vom österreichischen Nationalteam mit der Nummer 2, Karl Greinauer. Im Vorjahr Bronzemedaillengewinner auf der Bahn. Wie schaut es jetzt für die Österreich-Rundfahrt aus? Sie bereiten sich ja wieder auf die Bahnweltmeisterschaft vor. Sind Sie auf der Straße jetzt auch vorne dabei? Haben Sie für die Straße trainiert? Ja, ich habe mich voll auf die Straße konzentriert. Ich hatte mir das vorgenommen, dass ich eben bis zur Rundfahrt auf der Straße fahre. Und dann die Bahn wieder? Dann eben die Bahn, ja. Und jetzt fahren Sie für Wechselberger. Wie schaut es da aus? Naja, wir haben momentan also sozusagen freie Hand. Den Stillhalteabkommen sozusagen. Ja, richtig, richtig. Wir können selbst versuchen, vorn zu sein. Und in den Bergen wird es sich automatisch ergeben. Wer dann vorne ist, für den wird genau, gefahren. Ja. Danke, Karl Greinauer. Einer der Favoriten ist noch der Schweizer Rüttimann, Sieger Grand Prix Wilhelm Tell. Eine sehr schwere, bergige Rundfahrt. Ihnen müsste das Streckenprofil in Österreich liegen. Ja, also es ist eine sehr schwere Strecke. Vor allem mit dem Großglockner und einem sehr langen Bergzeitfahren. Wobei die ersten Etappen sehr lang sind und nicht mit sehr schweren Steigungen. No, cítím se tak nějak. Než jsem moc rozježděný, ale věřím, že se rozjedu. A jsem tu po třetí, poprvé. To si slíbil Matejka z Čechoslovakie. Zastupnou tendenci, takže by to mohlo být. Er fühlt sich heuer noch nicht sehr gut, er hat noch nicht sehr viele Kilometer in den Beinen, aber er ist das dritte Mal hier, das erste Mal war er Fünfter, das zweite Mal war er Dritter und er fühlte eine aufsteigende Tendenz. Soweit die Vorstellung der wichtigsten Teilnehmer. Wien Sportrad verabschiedet dann die 78 Rundfahrtteilnehmer in Wien Oberland. 11 Etappen sind bis nächsten Freitag zurückzulegen. Es geht über Bad Gleichenberg heute, dann der Globeinersee, vom Globeinersee auf den Farkersee, ein Rundstreckenrennen am Farkersee, Villach-Lienz am Montag, dann die Glockenetappe Lienz-St. Johann. Dann geht es weiter über Meierhofen-Zillertal, ein Bergzeitfahren, dann von Meierhofen nach Stubai, Neustift, wieder Telfs und am Freitag Telfs-Innsbruck. Das ist der Plan der 35. Österreich-Rundfahrt, die über 1200 Kilometer führt. 310.000 Schilling sind für die Amateure an Preisgeldern insgesamt zu gewinnen. Es gibt auch immer wieder Zeitgutschriften bei den einzelnen Punktesprints. Heute gibt es Punktesprints in Ebreichsdorf und Wiener Neustadt hier. Erich Jaksch, er darf wieder mitfahren, er war ja Profi, wurde reamateurisiert. Dann Gefahr für das österreichische Nationalteam. Karl Greinauer, bei Kilometer 6 hebt er die Hand, er hat defekt. Karl Greinauer mit der Nummer 2. Defekt nach Kilometer 6. Die Rundfahrt fängt für ihn nicht sehr gut an. Wie gesagt, Punktesprints in Ebreichsdorf, Wiener Neustadt, Grimmenstein, Hartberg und Fürstenfeld und zum Schluss das Ziel heute in Bad Gleichenberg. Das ist der erste Punktesprint in Ebreichsdorf. Er wird angezogen von dem Österreicher Franz Spielauer im grünen Trikot. Spielauer ist vorne, dahinter Jaskula und Spielauer gewinnt diesen ersten Sprint, damit 3 Sekunden Zeitgutschrift vor Jaskula aus Polen. Er bekommt 2 Sekunden und Vrona, ebenfalls ein Pole, 1 Sekunde Gutschrift. Hier Spielauer, der Sieger
der ersten Wertung und damit der erste Gesamtführende der Österreich-Rundfahrt, denn er führte damit mit 3 Sekunden Vorsprung vor dem gesamten Feld. Wie viele Nationen sind hier? 8 Nationen. Die UdSSR ist nicht gekommen. 78 Fahrer aus Deutschland, Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, also der GSSR, Jugoslawien, Holland, Polen, der Schweiz und Ungarn. Der nächste Punktesprint in Wiener Neustadt bei Kilometer 44 und wieder ist Franz Spielauer in Führung. Spielauer dahinter Kubias aus der Tschechoslowakei. Ganz rechts Herbert Seidel, auch ein Österreicher. Er mischt mit, aber vorne bleibt Franz Spielauer und er gewinnt auch den 2. Punktesprint des heutigen Tages in Wiener Neustadt vor Kubias aus der Tschechoslowakei und vor Herbert Seidel. Damit bereits 6 Sekunden für den Österreicher Franz Spielauer mit der Nummer 63.